Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Joshua macht Design. Nach einer langen Winterpause zeige ich euch jetzt mal wieder, wie ihr coole Effekte in Photoshop macht. Und heute zeige ich euch, wie ihr eine Farbpalette aus einem Bild erstellen könnt und diese dann in Form eines Dither-Effektes auf ein anderes Bild anwenden könnt. Natürlich könnt ihr die Farbpalette auch für was anderes verwenden, aber whatever. Und zwar habe ich hier erstmal als erstes Beispiel ein Bild von aus dem Anime Ghost in the Shell gezogen. Den alten, nicht die neuen Live-Verfilmungen von Hollywood, whatever. Und was wir hier jetzt machen, wir gehen oben auf Bild, Modus, indizierte Farben. Und was das hier macht, er reduziert quasi die Farben auf eine vorgegebene Farbanzahl. Und hier wollen wir auf Lokal gehen. Lokal perzeptiv, selektiv oder adaptiv ist egal. Es ist im Prinzip jedes Mal das gleiche. Er reduziert die Farben auf die angegebene Zahl hier. Also ich könnte jetzt sagen, ich will nur 8 Farben haben. Dann setzt er das ganze Bild aus 8 Farben zusammen. Das könnt ihr auch so anwenden, wenn ihr Bock habt auf Bilder. Aber wir wollen diese Farben woanders haben. Darum sagen wir, wir wollen 32 davon. 32? Ja. 32, das klingt gut. Und dann sagen wir, sagen wir 50. Das macht an und für sich keinen Sinn. Hauptsache, es zeigt uns alle Farben an. Dann sagen wir, okay. Und dann gehen wir oben auf Bild. Modus. Bild. Modus. Farbpalette. Farbtabelle, sorry. Und das hier sind jetzt die 32 Farben, die er uns hier herausgerechnet hat. Und die sagen wir jetzt speichern. Und dann sagen wir hier, Ghost in the Shell. Ich bin brillant, was das Benennen von Dateien angeht. Und dann hat er uns hier in dem Ordner hier die neue Datei gepackt. Dann können wir auf OK gehen. Das macht hier nicht wirklich viel. Dann gehen wir hier. Das Bild habe ich vorher vorbereitet. Ich habe darauf geachtet, dass ein paar Farbverläufe sind und ein paar extreme Farben und harte Kanten, damit der Effekt auch schön zur Geltung kommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Bild, Modus, indizierte Farbe gehe und dann auf Benutzer definiert und dann auf Laden, dann kann ich hier unsere Palette laden, klicke auf OK und er würde jetzt das Bild aus unserer Farbpalette zusammenstellen. Natürlich wollen wir das so nicht haben. Das ist, sieht relativ simpel aus. Also, wie wir das weitermachen können, ist, wenn wir jetzt auf Bildgröße gehen, daraus einen Pixel-Look erstellen. Wir sagen zum Beispiel 100 Pixel breit. Klicken auf OK. Zoomen rein. Alles ist chillig, alles ist Gucci. Wir haben jetzt Pixel. Ein Pixel-Effekt. Jetzt gehen wir auf Bild-Modus, machen den ganzen Shit nochmal. Und diesmal Benutzer definiert. Und wir laden wieder unsere Palette hier. Ding auf OK. Jetzt haben wir auch tatsächlich einen Pixel-Effekt. Sagen wir hier Muster. Oder Rauschen. Ne, sagen wir. Ganz normale Diffusion, setzen die auf 100 oder auf 0 beziehungsweise 1, nee. Sagen wir Muster, so. Irgendwie haben wir hier so einen hübschen Pixel-Effekt. Und dann sagen wir okay. Und theoretisch hätten wir jetzt so die Farben übertragen von dem Bild auf das hier. Vielleicht ist das eine schlecht gewählte Farbpalette. Darum mache ich jetzt STRG Z. Und wir gehen mal mit dem Bild rüber. Oder warte, wir suchen uns mal ein anderes Bild raus. Was habe ich denn sonst noch für Müll auf meinem Computer? Oh ja, so viel Müll auf meinem Computer.
So ein Obstteller, iStock, Best of Watermarks. Gehen wir hier oben auf Bild, Modus, indizierte Farbe. Dann wiederholen wir den ganzen Spaß nochmal. Lokal, selektiv. Da wird ja uns hier die Farben raus. Sagen wir diesmal, wollen wir nur 16 Farben. Obwohl, nee. Bleiben wir bei 32. Wir wollen ein bisschen dieses Grün mit beibehalten. Hier dieses Blau. Okay. Hier Grün mit. Blau mit. Machen wir ganz Spaß nochmal. Sagen wir die. Sorry. Modus, Farbpalette. Speichern. Nennen wir das I Stock. Klingt auf okay. Auf okay. Dann gehen wir hier wieder zu unserem Bild rüber. Machen den ganzen Spaß nochmal. Modus. Initiierte Farben. Mal wieder Benutzer definiert. Laden. iStock. Laden. Okay. Und da haben wir ein paar wundervolle Effekte. Und so kann man den ganzen Spaß weiterspinnen. Ihr müsst das nicht mal in so einem komplizierten Bild machen. Ihr könnt den ganzen Spaß auch mit random Bildern machen. Zum Beispiel dieses Meme, das ich hier auf meinem PC habe. Hinterfrag nicht, was ich alles auf meinem PC habe. Dann machen wir wieder hier Bildgröße. 100 Pixel. Gehen wir runter. Gehen wir runter auf 100 Pixel. Episch. Bild. Modus. Indizierte Farbe. Klicken auf OK. Und dann sagen wir Benutzer definiert und wir laden mal. Wir laden diese Farbpalette raus. Sagen okay. Sagen Muster oder Diffusion, damit kann man auch ein bisschen rumspielen. 69, die funny sex number. Und dann klicken wir einfach auf. Okay. Voila. Und wenn dann dieser Effekt mit von uns gewählten Farben auf ein Bild angewendet. Wenn ihr richtig exakt sein wollt, könnt ihr auf Google gehen und euch von alten 8-Bit, 16-Bit Spielen und sowas Screenshots rausholen und dann diese Farbpaletten verwenden. Auch findet ihr derartige Farbpaletten, wenn ihr sucht, auch schon als die ACT-Dateien, die ihr benötigt im Internet. Da gibt es überall Ressourcen dafür, falls ihr spezielle Farbpaletten schon sucht oder wenn ihr zu faul seid, euch selber welche aus Bildern rauszuziehen. Ich hoffe, das Ganze war euch eine Hilfe. Falls ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut unten in der Videobeschreibung meine ganze Social Media Müll an. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Joshua macht Design. Ciao, tschüss und Bruh.